Herzlich willkommen beim Kaduma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kaduma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Einen wunderguten Buongiorno, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Kaduma Podview. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute befassen wir uns mit der Kaduma-Sprecherin Mrs. Pinguin. 1998 ist sie geboren und ja, wo war sie schon überall zu hören? Die allererste Rolle hatte sie in Der letzte Gepardenbär, dann später in Dragonina Esmeraldina, danach in Esmi hat Geburtstag, Der Werwolf vom Silberwald, Im Namen des Fisches, Krasser Shit am Set vom Werwolf, Der Kartoffelkönig, Emmons Token House of Ghosts im Bann der Geister und zuletzt Emmons Token Fight, Der Kampf der Monster. Einige fragen sich jetzt bestimmt, seit wann ist jetzt genau aber Mrs. Pinguin bei Kaduma? Denn Der letzte Gepardenbär, der ist ja noch gar nicht so lange online, oder? Jein, die Urversion von 2005, das stimmt, die ist noch nicht so lange online, aber die Neuverfilmung, die ist schon ein paar Jahre auf YouTube. Mrs. Pinguin ist nämlich seit 2015 als Kaduma-Sprecherin aktiv dabei. Und jetzt habe ich erstmal genug geredet und heiße Mrs. Pinguin herzlich willkommen. Ja, Mrs. Pinguin, dann fangen wir direkt an mit Frage 1. Welche Rolle war bislang deine Lieblingsrolle und warum? Ich glaube, meine Lieblingsrolle war... da muss ich mal überlegen. Hast du schon viel angesprochen? Also, da muss ich ein bisschen überlegen, aber... ja doch, ich glaube, das war die Rolle von der kindlichen Dragonina. Da waren wirklich echt tolle Szenen dabei. Ja. Auch die Enkelin oder sagst du da, also du hattest da ja eine Doppelrolle, oder sagst du, nee, da gefiel dir die Dragonina etwas besser? Also die Enkelin hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, allerdings würde ich wirklich sagen, dass Dragonina so mein Favorit unter den ganzen Rollen ist. Ja, alles klar. Frage 2. Was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Lieblingsrolle? Also ich glaube, meine Rollen, die sind eher etwas lauter vom Charakter und etwas überschwänglicher, würde ich fast behaupten, als meine eigene Persönlichkeit. Ja. Ja, und Dragonina ist natürlich auch eine ganz andere Rasse als ja. Du, ne? Das eine ist ein Drache, das andere ist ein Pinguin, ne? Das ist ja schon ein Unterschied. Hast du eine Lieblingsfigur, unabhängig davon, ob du dieser Figur schon mal deine Stimme geliehen hast oder nicht? Ja, meine Lieblingsfigur ist das Einhorn, ja. Da ich auch eine persönliche Bindung dazu habe. Ja. Und wie kommst du dazu? Ja, das Einhorn, das war mal ganz lange bei mir. Ja. Und hat sich bei mir sehr zu Hause gefühlt und dann kam der Sud und dann dachte ich mir so, ach, die könnte doch auch mal ins Rampenlicht. Ja, das stimmt. Das Einhorn könnt ihr übrigens sehen bei Dragonina Esmeraldina oder ein Geschenk für den Weihnachtsmann. So, by the way. Frage 4. Was gefällt dir beim Synchronisieren am besten? Ja, dass man einfach in andere Rollen schlüpfen kann und das macht einfach so viel Spaß, allein zusammenzusitzen und dann verspricht man sich mal und ja, da kommt einfach Freude auf. Frage 5.
Was würdest du bei Keduma für ein Projekt machen wollen, wenn du für eine Woche Chef sein dürftest? Boah, schwierige Frage. Also ich finde die Projekte, die jetzt halt zustande gekommen sind, finde ich schon echt beeindruckend, so wenn man das halt wirklich als Hobby auch macht, ja, wenn ich das so sagen darf. Ja, vielleicht irgendwie sowas Musical-mäßiges oder so. Auch eine schöne Idee. Ja. Ja, die meisten haben bislang auf die Frage geantwortet, ja, so ein Puppenporno oder so. Oh, wow. Nee, schön, ja. Ja, endlich mal jemand, der nicht so schlimm und versaut denkt. Frage 6. Guckst du dir die fertigen Filme oder Serien auch an oder distanzierst du dich privat von den Projekten? Ich würde sagen, teils, teils. Also, ich gucke mir nicht immer alle Passagen an, ja, aber ich gucke gerne mal rein. Ja. Also, ich möchte dann natürlich auch sehen, wie das fertige Produkt dann im Endeffekt aussieht, ne? Oder sich beziehungsweise anhört. Wie ist das dann für dich, wenn du deine eigene Stimme hörst und dann dazu die fremde Figur siehst? Ja, schon cool, ne? Man kann halt sagen, man hat da mitgesprochen und ja. Alles klar. Von welchem Film oder welcher Serie, bei Frage 7, würdest du dir eine Fortsetzung wünschen? Von Dragonina. Oh. Ja, da wünschen sich viele tatsächlich eine Fortsetzung, aber wird leider nicht möglich sein, weil wir keinen Kontakt mehr zu der Autorin haben und uns da die Urheberrechte fehlen. Wir haben es ja versucht, so eine Art Fortsetzung anzuschneiden bei Lach- und Bettgeschichten. Da sind so ein paar Passagen, was Lustiges nach Teil 5 von Dragonina passiert ist. Das ist so ein bisschen so angekratzte Fortsetzung, aber ja, dürfen wir leider nicht machen. Hätten wir sehr, sehr gerne gemacht. Ja, die Figur war halt einfach auch total Hammer, ne? Also, ja. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Das stimmt. Da waren auch zuweilen bis 3 Puppenspieler nur an Dragonina, also an der erwachsenen Dragonina dran. Bei deiner kindlichen, da war ein Puppenspieler und bei der ausgewachsenen, da brauchte man manchmal bis zu 3 Puppenspieler. Das stimmt. Was bei Frage 8? Was für eine Rolle würdest du gerne mal einsprechen und warum? Boah, schwierige Frage. Vielleicht mal so eine richtig gemeine Rolle, einfach um mal zu wissen, so wie das ist, sich mal so da reinzufühlen, ja. Okay, also so ein Bösewicht? Ja. Es ist ja geplant für Im Namen des Fisches, das war damals ein Krimi, einen zweiten Teil zu machen. Und da hast du damals ein kleines Mädchen eingesprochen. Mir fällt jetzt nicht der Name ein, aber die Zuschauer werden wissen, wen ich meine. Im zweiten Teil ist es eine richtige Bösewichtrolle. Wäre das was für dich, obwohl es dann ein Kind ist in dem Fall? Ja. Alles klar. Ja. Ja, freut mich. Frage 9. Welche Projekte machen dir mehr Spaß? Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene? Und warum? Also ganz klar Projekte für Kinder. Warum? Weil sich meine, wie soll ich das sagen, meine beruflichen Interessen daran orientieren, ja, und ich mich da ein bisschen wiederfinden kann. Okay. Frage 10. Was ist deine schönste Erinnerung an Keduma? Meine schönste Erinnerung an Keduma ist, als ich die Rolle in dem Werwolfwald. Ja, der Werwolf vom Silberwald. Ja, der Werwolf vom Silberwald hatte. Das war wirklich, ja, sehr amüsant, muss ich sagen. Ja, warum? Da gab es eine Sprechpassage, in der ein Heiratsantrag gespielt werden musste und ich musste sagen, ich will. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch ein bisschen jünger und mir ist das ja so schwer gefallen, das authentisch irgendwie rüberzubringen. Und ja. Das war hart für dich, ja? Ja, das ist mir so, das hat sich in mein Gedächtnis richtig eingebrannt.
Aber das ist dann trotzdem deine schönste Erinnerung. Ja. Ja, wenigstens etwas. Frage 11. Warum hast du dich entschlossen, für Synchronisieren bei Kiruma zwischendurch deine Freizeit zu opfern? Ja, weil der Sud ein langjähriger Freund von mir ist. Ja. Und ja, wenn ich ihm eine Freude damit bereiten kann, dann freue ich mich darüber auch. Das ist süß. Frage 12. Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort. Kiruma ist für mich... aufregend. Aufregend, okay. Frage 13. Gibt es eine Aufgabe bei Kiruma, abgesehen vom Synchronisieren, welche du mal austesten wollen würdest? Und wenn ja, welche und warum? Ich würde gerne mal vielleicht so ein Hintergrund malen oder so. Ja. Also mein Partner malt ja wirklich leidenschaftlich gerne und auch wirklich gut. Und ich glaube, wenn ich mit ihm zusammen sowas gestalten könnte oder irgendwas anderes anmalen könnte oder so, was ja. gestalten könnte, das würde mir auch noch Spaß machen. Alles klar. Ja, für das nächste Projekt gibt es dir dann die Maße, durch die er braucht und dann ja. könnt ihr euch an der Leinwand aussuchen. Könnt ihr gerne Bescheid sagen. Super. Frage 14. Gibt es etwas, was du schon immer über Kiruma wissen wolltest? Und wenn ja, was? Ich glaube eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich ja immer viel gefragt. Und ich kenne ja auch ein paar Hintergründe, so zum Beispiel so Lagerorte und sowas alles. Ja. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich da wirklich großartig Fragen zu habe. Und wurde bis jetzt immer alles beantwortet. Ja, ja, das ist doch schön. Wenn ich Fragen hatte, immer direkt gestellt und ja. Alles klar. Frage 15. Wenn du in die fiktiven Kiruma-Länder, Sultanien oder Euland reisen dürftest, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen würdest du mitnehmen? Essen. Okay, ja. Und mein Kuschelkissen. Ja. Und eine Sonnenbrille. Alles klar. Ich hatte schon Sorge gehabt, du sagst dein Freund, wo ich dann hätte sagen müssen, dein Freund ist kein Gegenstand. Das ist bei einem Podview mit Ramona und Manu passiert, wo er dann gesagt hat, ja, ich nehme meine Frau mit, und Ramona so, ich bin kein Gegenstand. Warum sind Frauen bei euch immer Gegenstände? Super. Ja, aber schön. Frage 16. Was machst du, um dich in deine Rollen einzufühlen? Erstmal eine rauchen. Nein, ich lese mir erstmal den Text durch. Dann frage ich immer den Sud, welche Gefühlslage denn die zu sprechende Rolle gerade zeigen soll. Und ja, dann versuche ich mich da hineinzuversetzen, wie ich das in dieser Situation oder in diesem Gefühlszustand sprechen würde. Ja, alles klar. Frage 17. Meine Füße sind eingeschlafen. Frage 17. Hältst du dich immer streng ans Drehbuch oder improvisierst du auch mal? Also ich glaube, wir müssen uns ja schon relativ streng ans Drehbuch halten, aber ich denke, wenn es da so 1 oder 2 Worte gibt, dann können die auch durchaus mal ausgetauscht werden. Ja. Ja. Also wenn, dann improvisierst du leicht. Ja. Ja. Frage 18. Wie schwer ist es für dich, Emotionen und Gefühle in deine Rollen zu stecken? Also wenn der Sud sagt, in der nächsten Szene musst du jetzt auf Kommando lachen oder weinen oder, keine Ahnung, einen Orgasmus vortäuschen, ich weiß es nicht, wie schwer oder leicht fällt dir das? Ich glaube, das fällt mir leicht. Ja. Also bis jetzt eigentlich immer so. Ja. Okay. Frage 19. Was wolltest du schon immer mal deinen 10 Millionen Fans sagen? Empfehlt Sud weiter, guckt seine Videos und berichtet allen, dass das Kiruma was ganz Tolles ist. Jo. Ja. Alles klar. Frage 20, dann bin ich auch schon wieder weg.
Würdest du auch weiterhin aktiv als Sprecher sein wollen? Ja, definitiv. Ja, sehr gerne. Man muss ja dazu sagen, man hat dich jetzt unheimlich lange nicht mehr gehört. Du hast dich ja sehr rar gemacht in den letzten Jahren bei Keduma. Aber du bist trotzdem auch noch sehr, sehr vielen Fans in Erinnerung geblieben. Auch jetzt bei Dragonina hieß ja die Sprecherin von Dragonina. Hat die eigentlich noch bei anderen Projekten mitgemacht. Dann habe ich so ein paar Projekte aufgezählt. Und dann hieß es, ja, die sind aber auch schon ein paar Jahre alt. Ist die überhaupt noch aktiv bei euch? Und ich so, ja, offiziell ja, also sie ist noch nicht rausgeschmissen. Ja, natürlich, klar, ne? Ich bin immer noch da und ich mache es auch gerne, aber jeder normale Mensch wird verstehen, dass es auch noch ein Privatleben gibt. Richtig, und genau. Es gibt halt mal Zeiten im Leben, da sind andere Sachen gerade wichtiger und haben da dann eher Priorität. Ja. Yeah. Und ja, aber wenn Projekte anstehen und Sud mich halt fragt, hey, hast du Lust? Dann schaue ich, was ich machen kann, dann bin ich auch gerne dabei. Ja. Ja, also zuletzt hattest du ja jetzt die Veronica bei Monsterrücken 3 eingesprochen, genauso wie bei Monsterrücken 2. Und da freuen wir uns dann schon, wenn es veröffentlicht ist. Dann sehen wir dich nicht, aber wir hören dich in Deutsch und in Englisch. Ist das eigentlich extrem schwer für dich? Also ich sag mal, außer den Monsterrücken-Filmen sprichst du ja immer nur in Deutsch ein. Jetzt hast du bei 2 Projekten auch noch in Englisch eingesprochen. War das ein komplett anderes Gefühl für dich, oder? Also, ja, es war nicht wirklich ein anderes Gefühl, nur ich finde das klar, ne? Wenn man das jetzt liest, dann weiß man in deutscher Sprache eigentlich meistens sofort so, wie das jetzt vielleicht gemeint ist, und im Englischen muss man dann vielleicht erstmal überlegen und mal nachfragen, wie wird denn das Wort ausgesprochen oder was heißt das denn? Übersetzt mal. Aber ja, ansonsten finde ich, ist das kein großer Unterschied. Ja, cool. Ja, meine Lieben, das war Mrs. Pinguin. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei dem Quatsch mitzumachen. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Nicht dafür. Und ja, wir freuen uns auf viele schöne weitere Projekte, in denen wir dich hören dürfen. Und ja, bleib uns noch lange erhalten. Bleib vom Charakter so, wie du bist. Und ja, wenn ihr noch Fragen an Mrs. Pinguin habt oder sonst irgendwas über die Rolle oder was sie noch so mit Keduma zu tun hat, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich leite das dann weiter. Ja, das war's von mir, das war's von uns und ja, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.